Oh. Das sind ein paar viele. Weg, 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 weg. 2, 3, 4. Ich probier mal die großen aus. Ist hier noch eins? Nein. Kann man nicht so... Flott sind die. Komm, hau einmal daneben irgendwo. Ja, 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 okay. Zauber. Schnee. 2, 3 große. Okay. Wobei ich die großen eigentlich ganz gerne auch bewahren würde. Hinten ist noch so ein Viech. Da oben scheint sich wer zu verkriechen. Na komm, müssen wir da links. Oh, warte mal. Ist das ein Bierkrug? Ups, ich glaube, das ist gar kein Piraten-Zombie-Ding. Was war das? Hm. Gucken wir mal da rein. Open. Wow. 1, 2, 3, 4. Ah, da ist gleich noch einer. Und noch einer. Und noch irgendwas kaputtes. Jo, noch einer. 1, 2. Komm, komm, einfach spam, 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 spam. Gleich sind die Zauberwale. Yikes. So, 1, 2. Und irgendjemand trinkt da ganz genüsslich in Ruhe ein Bier. Hätte uns ruhig mal helfen können. Auch wenn wir seinen Ellenbogen angesnipert haben. Ja, du. Who are you? I, Gavlan. Hallo, Gavlan. Will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. What you want? Das Gleiche. With Gavlan, you will, you deal. Verkaufen, das klingt schon mal sehr praktisch. Wobei 50 Segel sind jetzt nicht so der Hammer, aber es wird hochstecken. Und solche Sachen wie eine helle Bade, wo wir auf jeden Fall wissen, dass wir es niemals benutzen werden, können wir schon verkaufen. Huh? Schilde, weiß ich nicht. Bin bei solchen Sachen eigentlich doch immer recht eigen. Heißt, wir verkaufen die Sache irgendwann mal, wenn es wirklich notwendig ist. Jetzt geht das ja. Was hast du zum Verkaufen? Du hast einen Ring der Haltung erhöht. Nee. Du hast lauter Giftsachen. Nö. Hast du noch was zu sagen? Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants so what? With Gavlan. Was meint er mit Gavlan Wheel? Wheel ist ein Rad. Also drehendes, rundes Ding. Many deal, many thanks. Komischer Kauz. Bist du eine Kiste? Ja. Bist du eine Kiste? Ja. Plündern. Ein Großschwert, das wir gleich verkaufen könnten. Und eine Giftfalle. Hast du das gemacht, um dein komisches Giftreduktionszeug zu verkaufen? Was für ein Arschloch. Silver Talisman mal 2. Was zählt das? Silver Talisman. Transform to blend into environment. Oh, man kann sich verstecken.
Also falls wir mal von anderen Spielen angegriffen werden, könnten wir uns damit verstecken. Klingt praktisch, ja. Gerade als Fernkämpfer. Wartet man, bis die Nahkämpfer weiter weglaufen und dann greift man erst an. Emit Force. Oh, warte, das ist der Wegschmeißspruch aus Dark Souls 1 für Priester. Ich glaube, das wird für uns nicht so interessant sein. Aber gucken wir gleich mal. Erst natürlich, die ihn da weg haben. Eins, zwei, drei. So, hier ist eine schöne Nische. Hier gucken wir uns meinen Spruch an. Da. Ja, Emit Force ist ein Miracle, das 20 Glauben braucht. Das ist schon mal nicht so gut. Aber es ist nicht der aus Dark Souls 1. In Dark Souls 1 war es ja so ein Wuchtzauber um einen rum. Und das hier ist ein Schuss geradeaus, der wegschubst. Radiant Life Gem. Bah, wir sind schon wieder ölgetunkt. Eine eingeölte Talana. Augenbrauenwackel. Wobei die Art von Öl jetzt nicht ganz so toll ist. Oh. Nur noch zwei Zauber. Und eine Salute. Oh, Hebel. Was hast du jetzt gemacht? Eine Glocke geläutet. Allerdings keine Veränderung. Oh, doch. Da, oh, hallo Boot. Okay. Loot. Man soll nicht versuchen zu springen, sondern lieber Visionen von rechts. Hier irgendwo wahrscheinlich, genau. Also einmal hüpf. Back. Oh, hier ist ein Raum. Okay. Raum mit Loot. Feuerpfeile. Oh, und Gegner. Ja, das war's mit den Zaubern. Oh, wir können die Bomben benutzen. Die zwei Stück, die wir noch haben. Hallo? Oh. Blutend. Nicht gut. Und wir sterben. Nicht. Der Typ lebt immer noch? Was für ein Kack. So. Also wir brauchen einen davon. Du, weg mit dir. Du, weg. Weg. So, was haben wir hier? Nix. Frau voraus? Wie jetzt? Da ist nix. Also ja, Talana ist jetzt da, aber... Ich gehe mal die Wände ab, aber hier scheint nichts zu sein. Nö, da ist nichts. Komischer Spruch. Da ist nichts. Runter. Da kam gerade ein Feuerpfeil angeflogen. Gift. Noch mehr Feuerpfeile. Und hier scheinen noch recht viele Häuser zu sein, wo ich noch nicht drin war. Aber wir haben einfach nicht die Sprüche, um hier einmal komplett durchzugehen. Das ist ein wenig ärgerlich. Oh, Illusionswand. Und du hast noch kein Rating. Warte mal, hier, bitteschön. Ah, ich habe nicht gecheckt. Okay. Feuerbombe mal 3. Du bist eine... Ups. Du bist eine Truhe. Ihr seid nur Deko. Was haben wir denn Schönes? Ein großen Titanin-Charts. Das ist okay.
verstehe. Ist hier noch was? Nee. Hm, warum ist hier drin auch noch eine Nachricht? Nee. Nee. Okay. Ist es irgendwie reingeglitscht oder so? Na gut, gucken wir uns weiter um. Hallo. Kaputt. Eine Abkürzung wäre echt schick. Zurück zum Anfangsgebiet. Ja, ja, genau. Aufmachen. Wo führt das jetzt hin? Zu noch mehr Gegnern und einer Kiste. Warum nicht da unten irgendwas targeten? Hier. Was machst du da? Hast du auf die Kiste einschlagen wollen? Das ist aber nicht nett. Titanite Shard und Repair Powder. Sehr gut. Ganz viel Geschriebsel. Weg. 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 Gleich keine Zeit. Oh, mein Stab ist gleich kaputt. Das ist nicht gut. Messer. Ja, Messer, 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 Messer. Hast gar keinen Schaden bei ihm. Na, komm runter. Also, was haben wir geschafft? Wir haben eine Glocke geläutet. Aber ich weiß nicht, ob wir sie jedes Mal neu läuten müssen. Das einzig wirklich Wichtige... Komm, komm, komm. Wird die Abkürzung gewesen sein. Die wird auch später noch offen sein. Einmal heilen, bitte. Ich brauche vielleicht doch eine Waffe für Notfall, wenn die Zauber mal alle sind. Und der Dolch scheint nicht diese Waffe zu sein. Das dauert nämlich viel zu lang. So, weg mit dir. Aber wo sind wir jetzt? Kiste voraus. Falle voraus. Die Kiste haben wir schon oben schon aufgemacht, okay. Moment mal. Ne. Da ist das Bo-Gegner. Ziehst du auch eine Nahkampfwaffe? Kann ja nicht angehen. Ja, tritt. Ist okay, ich fuchtel nur ein Messer rum. Wir machen beide nichts. Au, au, hey, 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 ich hab nichts gesagt. Ist okay. Ich könnte Backstabben versuchen. Aber ich. Oh, oh, oh. Okay, ich sollte erstmal überleben versuchen. Und danach kann ich sowas rumprobieren. Lalalalalala. Ich will dich nur backstabben. Ich will nur gucken, ob das geht. Okay, nee, du drehst dich mit deinem Angriff mit. Okay. Dann halt doch versuchen, den Zauber durchzubringen. Das Schlimmste, was passiert, der Zauberstab bricht. Dann müssen wir ihn einmal reparieren und dann... Ja, ist gut. So, ich weiß immer noch nicht genau, wo ich bin. Ach, ich bin wieder bei dem Lockstone-Ding. Okay. Also ich hoffe mal, das Boot bleibt da, wo es ist. Das heißt, wir laufen jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Teleportieren uns dann in die Stadt zurück, um die Seelen auszugeben und um eventuell Amber Herbs zu kaufen. Und dann beim nächsten Anlauf hier im Gebiet ignorieren wir das kleine Häuschen zum Beispiel und laufen schnurstracks Richtung Boot. Oder Abkürzung zum Boot. Und wenn wir das nicht machen, verbrauchen wir so viele Zauber, dass wir bei etwaigen Bosskämpfen dann nichts mehr übrig hätten. Das wäre doof. Also, erstmal nach Hause. Da. Travel Majula. Jo. So. Der Zauberstab müsste jetzt wieder repariert sein, wenn ich die Dynamik richtig verstanden habe. Gucken wir. Ausrüstung. Jo, alles wieder voll repariert, weil wir beim Leuchtfeuer waren. Sehr gut. Dann würde ich gern zur alten Frau und diese Amber Herbs kaufen. Oder Herbs. Everyone's so stingy around here.
Everyone's so stingy everywhere. Stingy ist nun halt geizig. You're my only customer. Don't make me beg. Now buy something. Okay, wir kaufen was. Wir kaufen die drei. Jo. Und wir kaufen den Lockstone. Und wir kaufen davon welche. Ja komm, wir kaufen alle. So, dann haben wir davon auch einen kleinen Puffer. So, besser? Oh, sehr schön. Was bekommen wir da? Covetous Silver Serpent Ring plus 1. Das klingt doch gut. Das ist der Ring, der für mehr Loot sorgt, richtig? Richtig. Nur noch mal eine Stufe besser. Den nehmen wir doch sofort mit. Gut. So, jetzt haben wir auch schon alle Seelen ausgegeben. Das heißt, wir könnten gleich wieder zurück. Haben wir für dich noch was zum Aufstufen? Nee, wir haben keinen Chart, okay. Gut. Das heißt, jetzt von hier aus Travel No Man's Wharf. So. Und von hier aus kämpfen wir uns jetzt möglichst effektiv da durch. Also wir ignorieren Gegner, die wir nicht unbedingt töten müssen, und versuchen uns immer an diesem hellblauen Licht zu orientieren von dem Schiff selber. Unterwegs können wir noch versuchen, zu diesem Pharaoh's Lockstone-Ding zu gehen, wo man den Stein reindrücken kann. Das könnte eventuell noch hilfreich sein. Ja, also bis gleich.